14 Jahre und was nun? Diese Frage stellen sich viele Schülerinnen und Schüler nach dem letzten Pflichtschuljahr. Bei der Schulinfomesse in Knittelfeld haben 41 Schulen und regionale Beratungsstellen sich und ihr breites Angebot präsentiert, um den Jugendlichen die Entscheidung zu erleichtern. Der große Vorteil bei so einer Messe ist es, kompakte und ganz viele Informationen direkt von den Schülerinnen und Schülern und den Lehrkörpern zu erhalten. Und ganz besonders ist es, ganz viele Informationen auf einen Schlag zu erhalten, ohne weite Wege auf sich nehmen zu müssen. Veranstaltet wurde die Messe von der Stadtgemeinde Knittelfeld in Kooperation mit dem Regionalmanagement Murau-Murtal. Damit sichtbar wird, wie breit das Angebot in unserer Region ist, weil ich glaube, dass es vielen Menschen gar nicht bewusst ist, welch großartiges Angebot wir in der Region haben. Für mich ist auch schön, dass die von weiter weg mit speziellen Angeboten sogar gekommen sind, um zu zeigen, was es gibt. Ich glaube, dass das für die jungen Menschen eine tolle Veranstaltung ist, einmal zu sehen, was gibt es denn überhaupt. Also ich finde es richtig super, weil ich war genau im Corona-Jahr und es war ein bisschen schwierig mit den Schulen aussuchen. Und ich finde es echt super, dass man herkommen kann, sich die Schulen anschauen kann. Also ich finde es sehr wertvoll, dass man die Möglichkeit hat, heutzutage so Veranstaltungen zu besuchen. Ich bin damals leider wegen der Corona-Zeit darum umgefallen. Aber derzeit finde ich es sehr nützlich, vor allem für die Jungen, die nicht wissen, wohin. Finde ich sehr wertvoll und deshalb finde ich es auch cool, dass uns die Lehrer da mitnehmen, dass wir uns das präsentieren können. Ja, das Bildungsthema ist generell ein wichtiges Thema für jede Gemeinde und diese Schulinfomesse ist, glaube ich, eine tolle Geschichte, dass man den Kindern, die jetzt 14 Jahre werden, die in die höheren Schulen wechseln wollen, zeigt, was es für Möglichkeiten gibt in der Region, aber auch darüber hinaus. Möglichkeiten gibt es viele, aber was sind für junge Menschen ausschlaggebende Kriterien bei der Schulwahl? Also für mich waren auf jeden Fall die sprachlichen Aspekte wichtig sozusagen. Also ich habe jetzt zum Beispiel Französisch und Latein. Aber auch die Wahlpflichtfächer, die es damals noch gegeben hat, dass man sie zum Beispiel auch in Informatik weiterbilden hat können, so wie ich es gemacht habe. Dass man sozusagen eine breit gefächerte Ausbildung hat. Also für mich persönlich war es halt so, dass man einfach in Aspekt weiß, in welche Richtung möchte ich vielleicht einmal später einmal gehen. Und es muss ja nicht genau der Berufswunsch sein, aber für mich war immer klar, ich möchte gerne in einen sozialen Beruf gehen. Ja, das ist ja ein tolles Erlebnis heute auch für mich als ehemalige Lehrerin, so viele Schulen hier vertreten zu sehen, die ihre Schulen präsentieren und vor allem, dass so viele Schülerinnen und Schüler gekommen sind, um sich zu informieren. Und ich möchte mich aber noch bedanken bei allen Lehrerinnen und Lehrern, die heute mit den Schülern hierher nach Knittelfeld gekommen sind, um das Angebot der Schulen in der Steiermark ihren Kindern zu zeigen. Es hat auch die Möglichkeit gegeben, das Angebot regionaler Beratungsstellen in Anspruch zu nehmen, sowohl im Bereich der Berufsorientierung als auch bei der Perspektivenplanung. Dieses Projekt wird mit Mitteln aus dem Steiermärkischen Landes- und Regionalentwicklungsgesetz finanziert.